Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. Ich habe mich in den letzten Tagen ein bisschen abgemüht am Endboss vom DLC, der zugegebenermaßen sehr, sehr schwierig ist. Und es gibt eine Taktik, mit dem ist der relativ easy. Nicht ein Selbstläufer, ist auch kein Bug Abuse, kein Glitch, kein sonstiges. Ihr müsst schon noch selber kämpfen, aber es macht den Kampf sehr, sehr, sehr viel einfacher. Dafür braucht man einige Sachen an Vorbereitung. Erstmal müsst ihr natürlich zum Boss gekommen sein, das ist ja sowieso Voraussetzung. Aber davon abgesehen gibt es viele einzelne Items, auch neue DLC-Items, die ihr braucht, um gegen den Boss kämpfen zu können. Vorab, das Wichtigste, was ihr alle wissen solltet, ist, dass der Boss weniger Schaden macht, wenn euer Segen des Gardobaums auf einem hohen Level ist. Der ist jetzt gerade bei mir auf 15, das ist wirklich so das Mindeste, was ihr haben solltet. Ich habe von vielen gehört, dass sie 18, 19 oder sogar 20, Stufe 20 hier hatten. Deswegen auf jeden Fall darauf schauen, dass ihr Segen des Gardobaums so hoch habt wie möglich. Den könnt ihr auch hochleveln durch die Gardobaumsamen oder die Fragmente, und die findet ihr überall in der Welt verteilt. Da solltet ihr auf jeden Fall eine vernünftige Stufe haben. So, kommen wir zum Bild, den ihr braucht für Radahn. Und da braucht ihr als allererstes mal hier dieses neue Grün-Sparenschild. Das bekommt ihr von Mor, müsst dafür die Mor-Questline abschließen. Wenn die Questline nicht mehr machen könnt, dann könnt ihr auch einfach zwei Sammler umbringen. Die Sammler, das sind diese Insekten, die ihr in der Welt rumlungern seht, die Sachen einsammeln, mit denen ihr nicht interagieren könnt. Wenn ihr sie ansprecht, kriegt ihr ein Handbuch. Einer ist zum Beispiel direkt hier um die Ecke, den könnt ihr umbringen. Da wird Moor schon sauer. Und den zweiten, den ihr braucht, den findet ihr rechts von der Schattenburg, links von der, also rechts von der Schattenburg, aber links vom Eingang, genau hier. Also hier ist einer. Und hier unten ist einer. Wenn er die beiden umbringt, dann kommt die Invasion von Moor oder Moor. Und der, wenn ihr den besiegt, dann bekommt ihr dieses Schild. Ist auf jeden Fall das beste Schild im Spiel. Das braucht ihr auf jeden Fall. Als nächstes braucht ihr den Eisenstachel hier. Weil den könnt ihr zünden, während ihr das Schild aktiv habt. Der macht Scharlachfäule. Das ist kontinuierlicher Schaden auf dem Boss. Und Blutungseffekt. Den gibt es im Base Game. Den sollten die allermeisten von euch haben. Deswegen erzähle ich da jetzt nicht, wo es den gibt. Dasselbe gilt für die wahre Maske. Solltet ihr auch haben. Wenn nicht, checkt noch mal meine wahre Questline ab. Die hatte ich mal vor 2 Jahren gezeigt. Dann ganz wichtig, zweiköpfiger Schildkröten-Talisman. Der erhöht die Ausdauerregeneration deutlich. Den findet ihr auch im DLC. Wenn ihr Zugang hier zu diesem Innenbereich habt, habe ich hier auch schon markiert, gibt es hier einen Wasserfall. In dem Wasserfall gibt es diesen Ausdauer-Talisman. Zugang zu diesem Wasserfall bekommt ihr hier durch Höhle an der Erlak. Da könnt ihr hier durch, und dann gibt es hier so eine Höhle. Dann kommt die hier entlang. Gehe ich jetzt nicht für euch ab. Die allermeisten werden das schon haben. Wenn nicht, wenn ihr hier hochgeht am Wasserfall, gibt es diesen Schildkröten-Talisman. Dann Jubel des Blutes, den alten Großschild-Talisman, den es auch aus dem Base-Game gibt, und den Perlenschild-Talisman, auch ein neuer Schild-Talisman. Den gibt es schon ganz früh im Game, wenn ihr hier unten an der Kirche des Trostes seid. Dort sollte der rumliegen. Damit haben wir schon fast alles zusammen. Jetzt fehlt nur noch eine Sache, und zwar eine Perle in der Arznei. Diese Perle gibt es ja auch, oder neue Perlen gibt es im DLC, wenn ihr diese Feuerriesen besiegt. Und diese Perle, die ich euch zeige, die ist extrem wichtig. Die hebt nämlich alle Ausdauerkosten auf für eine bestimmte Zeit. Und wenn ihr die zündet, könnt ihr die ganze Zeit Schild hochhalten und die ganze Zeit angreifen, ohne dass ihr Ausdauer verliert. Und ihr seid relativ safe gegen die Angriffe von Radahn. Solltet ihr auf jeden Fall in der zweiten Phase nutzen. Diese Perle bekommt ihr, wenn ihr den Feuertopf hier unten besiegt. Ihr seht, ich bin hier auch einmal gestorben. Der ist nicht zu unterschätzen. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, die zu besiegen. Einerseits könnt ihr natürlich von hier oben große, schwere Feuertöpfe in ihren Kopf werfen. Das macht mega viel Damage, ist aber relativ schwierig zu treffen. Oder ihr geht nah ran und nehmt den Drachenzauber, der am meisten Poise-Damage macht. So habe ich das gemacht. Ihr könnt einfach wieder in Anführungsstrichen Blitzschlag der uralten Drachen nehmen, geht zwischen seine Beine, zündet den voll aufgeladen so 4, 5, 6 Mal, da fällt der um. Dann könnt ihr dem ins Gesicht schlagen, und da müsst ihr den nochmal 5, 6 Mal mit diesem Blitzschlag treffen, und dann habt ihr den auch down. War für mich jetzt die einfachere Variante, bin auch einmal gestorben, aber das solltet ihr dann auf jeden Fall hinkriegen. Haltet euch da einfach nur fern von den Feuerattacken von ihm, aber das ist dann die ganze Vorbereitung. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, Radahn auch zu besiegen. Ich werde es jetzt bestimmt nicht mit dem ersten Mal schaffen. Ich werde es jetzt hier ein paar Mal versuchen und hoffe, dass ich jetzt in der Aufnahme auch Radahn gelegt bekomme.
Wie gesagt, die Arznei nehme ich natürlich erst in der zweiten Phase. Vorher versuche ich ihn ohne Arznei zu besiegen. Und ihr seht schon, man hat so viel Ausdauer, es ist verrückt. Man hat so eine krasse Haltung mit dem ganzen Ausdauergedöns. Kann man gefühlt die ganze Zeit Schild gedrückt halten. Scharlachvoll ist leider noch nicht drauf. Ah, das hat super gespielt. Da war die Blutung, das ist natürlich super. Es gibt ja Schaden. Blutung natürlich auch auf dem Ameisenstachel drauf. Scharlachvoll sollte gleich auch endlich mal brocken eigentlich. Ja, es ist schon, perfekt. Ihr seht schon, ne, der macht kaum Ausdauerschaden. Da haben wir. Das war die erste Phase. Jetzt würde ich auf jeden Fall einmal heilen und dann die Potion rein. Der Attacke kann man theoretisch ausweichen. Mache ich jetzt nicht. Und jetzt, ja, die Potion ist leider schon wieder weg, aber theoretisch hätte man da jetzt super angreifen können, ne? Da war wieder eine Blutung, das war natürlich super. Kurz wieder Ausdauer holen. Versuch gleich auch mal zu heilen. Ja, aber so ist die Taktik auf jeden Fall. So werde ich es auf jeden Fall machen. Dass beim ersten Mal nicht klappt, ist ja wahrscheinlich klar. Aber ihr habt schon gesehen, dass das eine super, super Taktik ist und wahrscheinlich die einfachste Taktik, um Radahn easy zu besiegen. Ich werde es jetzt noch mal ein paar Mal machen und vielleicht machen wir einen Cut zu dem Punkt, wo ich es dann geschafft habe. Zwei Sachen, die ich ganz vergessen habe, ist natürlich die Mimik. Die könnt ihr natürlich auch noch rufen. Hatte ich jetzt in einem Test hier nicht, um euch einfach nur zu demonstrieren, wie das funktioniert. Die Mimik könnt ihr natürlich auch dazu holen. Und ihr könnt natürlich auch noch einen Runenbogen nehmen. Den könnt ihr auch noch mit reinnehmen, dann habt ihr noch mal ein bisschen mehr Leben. Da gibt es auch noch verschiedene Runen, die ihr nehmen könnt, aber das wäre auch noch mal ein Buff, den ihr dazu nehmen könnt. Ihr könnt natürlich auch noch so ein Krabbenfleisch nehmen und alle möglichen Buffs, aber rein grundsätzlich solltet ihr das so auch gut hinkriegen. Ich würde auch raten, in der zweiten Phase, bevor man oder nachdem man die Arznei getrunken hat, noch mal Flamme gibt mehr Kraft zu nehmen, um die Ausdauerregeneration zu erhöhen und dann sollte das auf jeden Fall klappen. Yo! Da war's das. Vierter Try ungefähr. Der macht einmal so eine Ult von oben. Da müsst ihr auf jeden Fall noch ausweichen. Die könnt ihr nicht wegblocken. Deswegen einfach schnell in irgendeine Ecke rennen und hoffen, dass der euch nicht trifft. Aber ja, so könnt ihr easy, in Anführungsstrichen easy, Radahn machen. Also für mich war es wirklich easy. Der war zwei, dreimal fast tot. Ja, macht's nach. Mit dem Bild solltet ihr es auf jeden Fall gut hinbekommen. Und ja, viel Spaß weiter mit dem DLC. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.